Morgen! So. So, halt heute. Wir fahren heute die G-Klasse. Mercedes G350 Diesel. Sparbüchse. Keine AMG. Der Janusz hat ein paar... Nice. Der Janusz hat ein paar Bilder gemacht von dem Auto für unsere Internetseite. Das ist Janusz. Hi. So sieht's aus. Und jetzt fahren wir mit Sascha mit diesem Apparat, wo der Janusz irgendwo hingefahren ist. Guck mal, hat er dreckig gemacht. Ne? Wir fahren unsere neue alte G-Klasse. Ne? Also neues Bodykit von dem Vorgänger. Ja? Und zwar ganz viel neu. Ganz viel neu. Das ist ein Diesel, hört sich an wie so ein V12, aber ist nicht. Ja, der hat diese Soundboxen drunter und wie die während der Fahrt funktionieren oder sich anhören, könnt ihr gleich hören. Aber erklären wir so ein bisschen. Wir haben bei unseren Verbreiterungen, die wir schon sowieso damals hatten, ja, haben wir dieses Gummi, was normalerweise hier ist, ja, hier ist normalerweise Gummi zwischen, ja, haben wir das alles entfernt, quasi, dass die Verbreiterung direkt auf Stoß an die Karosserie passt. Das passt wirklich, da kriege ich nicht mal meinen Fingernagel zwischen. So gut passt das. Ich kann, ja, guck mal, jetzt, ja, der Belzeug, weißt du, die Zähne holt raus hier. Achtung, guck mal. Der passt knapp da rein, ne? Guck mal so. Aber, guck mal, der passt so eng rein, ja, warte, Zähne. Mit 50er geht der durch. Nein, Spaß. Aber der passt so knapp rein, guck mal, zack. Rasierklingen. Made in Germany. So, sieht's aus. Lufterlässe haben wir. Ganz neue Heckstange haben wir gemacht, mit so fetten Lufterlässen. Das Auto wirkt während der Fahrt, wenn man von hinten so ein bisschen etwas weiter weg ist, wirkt, als wenn er so einen Arsch hätte. Ja? Wer wünscht sich bei einem Auto nicht so einen Arsch? Ich glaube jeder. Das ist ein Kundenfahrzeug und zwar von dem Walli, von unserem Freund. Walli ist ein Sänger, könnte man hier vielleicht googeln. Unter Walli mit V geschrieben, kann man vielleicht etwas einblenden, Sascha, oder? Mir ist ein bisschen kalt, deswegen zitter ich ein bisschen die Stimme. Ich auch. Das ist so, wenn man keine Jacke hat, weißt du? Sascha hat eine Jacke an, nur mir hat er keine mitgebracht, aber ist ja nicht schlimm. Wer keine Anhängerkupplung hat, da haben wir so eine Klappe eingebaut. Ja? Es gibt die Autos auch mit abnehmbarer Anhängerkupplung. Kann man wegklicken und hier mit zwei Schrauben innerhalb von 5 Minuten einbauen und ausbauen. Dann hat man das quasi eine geschlossene Heckstange. Ja? Guck mal, wie das schön hier passt und alles. Mal hier. Ich bin so stolz drauf. Ne? Mal hier. Keine Spaltmasse, nix. Ja? Sieht man, das ist ein bisschen doof bei dem schwarzen Auto. Sehr schlecht. Ja? Aber. Stimmt. So ist das. Hier, wir haben die alte Verbreiterung gehabt, ja, das war alles glatt. Mhm. Ist natürlich eine riesige Fläche, die einfach glatt ist. Jetzt haben wir so gemacht, das ist quasi eine Stufe haben wir dann gemacht. Ja. Sieht natürlich ein bisschen schöner aus. Und, was noch geiler ist, dass das alles quasi in einem Fluss ist. Hier haben wir ein paar Leuchten eingebaut. Ach cool. Ja, die sind für den Einstieg. Ja. Wenn man irgendwo in dunkle Ecken und Kanten irgendwo parkt, dann, wenn man die Tür aufmacht, leuchten die. Luft dann ist auf der Vorderachse. Haben wir auch reingemacht. Finde ich auch cool. Auch hier, guck mal hier die Spaltmasse. Also wirklich, ich bin so stolz darauf. Ich bin echt stolz darauf, dass wir es geschafft haben, so zu arbeiten. Sieht auch echt gut aus. Dankeschön. Du bist der Erste, der mir das sagt. Echt? Gut, du bist auch der Erste, der das Auto sieht. Baraba, bum, pow. Dann los. Bald gibt es Fotos unter priorisieren.de. Weiter geht's. Felgen PD3, dreiteilige 22 Zoll Schmiederäder. Ich hätte vielleicht noch andere Blinker reingemacht. Es gibt doch diese schöne LED-Blinker in schwarz. Hier haben wir die alte Motorhaube etwas bearbeitet. Ja? Hier haben wir noch so Rippen reingemacht, also so Lamellen. Ja? Und hier ein bisschen höher. Wenn du Sascha von vorne guckst, ne? Wirkt das Auto so noch bulliger wie so ein Panzer. Ja? Und das war willst du rein, Body? Ja. Tschüss. Ciao. Ja. Hier bei den Teilen alles Originalhalterpunkte. Also auch hier bei der Verbreiterung wird nichts geschnitten, gar nichts. So wirklich, das sieht aus wie ein Monster. Ja.
Nein, das sieht nicht aus wie ein Monster, das ist ein Monster. Und jetzt ist mir kalt und deswegen fahren wir. Das ist nur ein 350er Diesel. Ist immer so, ja, kein AMG, kein Dings hier. Muss nicht immer ein AMG sein. Klar, ich liebe AMG, allein der Sound ist schon bombastisch. Aber wer viele Kilometer fährt mit so einem Auto AMG, da wird man ganz schnell arm. Aber jetzt machen wir einen Turbo. Achtung, jetzt kommt. Hier über den Tempomat, Dings hier kann man einstellen. Oh. Kannst du kaum hören? Bestimmt. Achtung, ich mache Dings hier P. Drei verschiedene Stufen. Krass. Also ich bin ehrlich, ich finde den Sound so nicht schlecht, gar keine Frage. Du atmest wie so ein das Volumen, ja. Aber wenn wir losfahren, ich mache nur ganz kurz, weil ich finde das ehrlich gesagt peinlich. Ja, ist zu viel, ne? Tut mir leid. Aber leicht? Oder hört man das, dass das künstlich ist? Ja, ne? Das Problem ist, bei den Lautsprechern ist so ein Sound, so ein so. Ja, und das Auto fährt ja nicht so. Deswegen, da müssen die Hersteller noch etwas nachbessern. Also. Und so. Naja, das ist immer so. Hörst du das? Ich würde das weiter anlassen, meine Damen und Herren, aber. Nein. Guck mal, wie angenehm das Auto ist auf einmal. Ja, so fährt normalerweise ein AMG. Total leise. Ja, hat man Bock, latscht man rein und dann hat man Sound. Dann kommt das Ding nach vorne. Ja. Und hier können wir gleich gucken, aber das wird nichts. Was hat er an Leistung, weißt du das? Der hat unter 300 PS Diesel. Okay. Ich glaube 276 oder 50. Ja. So, wir haben das Auto vor 5 Jahren umgebaut. Ja, also das Leder ist natürlich schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Beschleunigung hat er wie eine Rakete. Ja. Wiegt aber auch wie eine Rakete. Ja. Genau. Also ich finde die Autos geil. Für mich ist eine G-Klasse Familienkutsche total geil. Geschäftsauto voll geil. Ja. Also, wenn ich ehrlich sein soll, mir gefällt der Gerät. Ist in Carbon gemacht, ja. Alles in Carbon beschichtet. Das ist ja nicht. Ist echtes Carbon, aber beschichtet. Ah, okay. Ja, natürlich schön, wenn der alles Mögliche hat. Außer Standheizung hat er alles. Nein, Quatsch, da hat sogar Standheizung mehr. Richtig krankes Ding. Mhm. Schön. Auch hier haben wir alles in Carbon gemacht und so weiter. Warte, wir machen jetzt. Der hat eine Beschleunigung von einem 911er, ja, der in Moers wird, zwischen Duisburg, glaube ich, und Moers wird 911er. Aber sieht geil aus, für Kilometer ist das gut. Ja. Man darf nicht immer meckern, ja, ist kein AMG, hat keine 800 PS, braucht er auch nicht. Ja. Ich finde persönlich, bei so einem Auto, wenn man dann noch, ich sag mal, aufputscht, ja, mit Leistungssteigerung und was weiß ich, was man hier verändert. Bei Diesel sowieso nicht, aber bei einem AMG, ehrlich, die bauen die Autos so perfekt, die Leute. Ja, also ich meine, wir reden von AMG, ja, Fall für Cobra 11. Ja, das Auto ist zu unstabil für hohe Geschwindigkeiten. Ja, da brauche ich jetzt keine 800 PS, um mit dem Auto von 0 auf 100 für 40.000 Euro Motorumbau, das macht keinen Sinn. Ja, ist das. Bist du den AMG bist du gefahren, ne? Mhm. Fährt sich ja wahrscheinlich gleich, hat nur mehr Leistung, oder? Ja, farbig ist ein bisschen anders. Okay. Also, der fährt sich schon ein bisschen stabiler, aber 180, denkst du, falls ich bremsen müsste, ja, ist die Frage, wann und bis wohin. Klar, das Ding 200 Tonnen schiebt nach vorne, da brauchst du Bremse normalerweise, ja. Halleluja. Das Auto ist absolut Klassiker. Ich liebe dieses Auto. Ich möchte das Auto jetzt nicht schlecht machen. Gar, bitte jetzt nicht falsch verstehen. Weil ich finde das Auto für mich, so als Geschäftsauto, ja, du fährst irgendwo zum Termin hier, schön Hemdchen,
oder sogar einfaches T-Shirt kannst du anziehen. Egal wie du ankommst oder angezogen bist, mit dem Auto bist du der King. Ja? Viele lieben das Auto, viele hassen das Auto. Ich liebe die G-Klasse. Ja, die neue hat natürlich alles schön noch besser mit den ganzen Displays, weil ihr wisst, ich mag keine iPads. Für mich ist das ein nachträglich eingesetztes iPad-Ding von A, B, C, D, E, F, G, H, Z-Klasse. Ja, so alle Mercedes-Modelle haben so iPads-Dinger, was ich nicht mag. Weißt du, ob die neue G-Klasse auch so die Tür so zumacht? Ja. Also hört es genauso an? Ja. Geil. Das musst du so anhören, sonst ist das keine G-Klasse. Ja. Guck mal, jetzt fahren wir Autobahn, Beschleunigung 80. 100. Das ist kein Scherz. 120. 130. Ich fahr Vollgas. Kein Scherz, Jungs. 140. Und wenn ich ehrlich sein soll, das schwimmt jetzt schon. Ja? Ich bin ehrlich, also ich fahre jetzt so 145 ungefähr. Das Ding ist wackelig. Also so tanzt. Ja? Unstabil. Weiß ich nicht, ob ich mit so einer Kiste so hoher Geschwindigkeit fahren will. Ja, weiß ich nicht. Es kann sein, ich bin das Auto vorher nicht gefahren, wo der Serienräder hatte. Ja, ich möchte jetzt nicht was Falsches behaupten, aber wo ich dem AMG gefahren bin, hatte habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Ein bisschen weniger als hier. Aber trotzdem war ja, der tanzt. So bei ab 150 tanzt er so ein bisschen auf der Straße, ist ein bisschen unstabil. Ist einfach für sowas nicht gemacht, würde ich sagen. Ne? Das ist ein Image-Auto, das ist ein Kult-Auto, das ist wie ein Käfer, wie ein Suzuki Jimny, wie ein, weiß ich nicht, ein Klassiker, einfach nur ein Klassiker. Welche Farbe hatte der Wagen vorher? Das ist der weiße. Der auch auf der Homepage zu sehen ist, ne? Ja, der auf der Homepage zu sehen ist, der Kunde hat den umlackiert. Ich persönlich finde, solche Autos müssen böse aussehen. Schwarz, 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 alles schwarz. Ich hatte vorne eine Grille noch schwarz gemacht, hinten die Reserverad-Abdeckung hätte ich auch in schwarz gemacht. Hm. Aber nicht jeder hat zum Beispiel so einen Geschmack wie jetzt ich in dem Fall, ja, dass das macht. Ist auch nicht schlimm. Sonst hätten wir alle eine und die gleiche Frau und alle würden das gleiche Auto fahren. Es ist mittlerweile so ein bisschen dunkel und ich glaube, morgen früh, ganz früh, wird das Auto abgeholt. Also ich weiß nicht, ob du schaffst, Sascha, ein vernünftiges Video zu drehen. Hm. Das ist meistens so. Wir bauen ein Auto um, zack, ist das Auto fertig, will der Kunde sofort abholen. Gib mir doch wenigstens einen Tag Zeit zum Saubermachen und, und. Ja, also wirklich. Wie letztens mit dem AMG GTS, ne? Ja, das haben wir auch gedreht, kurz bei unserer Firma. Der Kunde wollte Samstag kommen, ist doch Freitag gekommen. Ja. Und ja, man muss einfach flexibel sein. Und das sind wir. Ich wollte mich auch noch bedanken für 80.000 Abonnenten. Ja? Wir haben jetzt, glaube ich, 79.400 ja. Ja, oder 500 irgendwie sowas mittlerweile. Aber bis das Video kommt, wird, glaube ich, nächste Woche. Ne? Ja. Das müsste passen. Müsste passen. Also, wenn nicht, dann trotzdem schon im Voraus. Und wenn ja, dann danke schon. 80.000 Abonnenten. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, ja, von mir oder von Autos oder was für was auch immer, ja, schreibt bitte hier die Kommentare und dann legen wir los. Ich bin, während das Video hier gezeigt wird, befinde ich mich in Dubai. Mhm. Ich nicht. Sascha nicht, einer muss arbeiten, einer muss entspannen. Nein, Spaß. Ich bin da auch arbeiten, ich fahre nicht im Urlaub. Ja, ich wollte schon mal gesagt haben, wer so ein bisschen mehr von mir sehen will, der kann gerne bei mir bei Instagram mir folgen. Und zwar unter Andreas Belzek. Da zeige ich auch vieles Privates. Manchmal mache ich Blödsinn und so weiter. Manchmal mache ich gute Sachen, manchmal witzige Sachen, wie auch immer. Ich bin eigentlich ja, ziemlich ernster Typ. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich kann auch natürlich, ja klar, wenn ich Geschäfte mache, bin ich ernst. Ja. Wenn ich jetzt Freizeit mache, Videos drehe, bin ich einfach ein ja, verrückter Typ, der das, was er macht, liebt. Ich habe heute Morgen was angesprochen. Und zwar
Wir haben für letztes Jahr haben wir uns so ein Gewinnspiel zu meinem Geburtstag überlegt. Dieses Jahr machen wir was ganz, 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 ganz Krasses. Warte, ich muss hupen. dieses Jahr machen wir was ganz Krasses. Am 15. Mai werden wir was zum Verkauf anbieten, worauf, glaube ich, viele auch gewartet haben, oder? Laut Kommentaren, ja. Ja. Also, es ist kein Buch. Ich habe gedacht, hier Belzec macht das auch ein Buch. Nein. Egal. Auf jeden Fall, wer sowas nicht verpassen will, ich befinde mich zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt rauskommt, befinde ich mich in Dubai und drehe weitere Folgen Die Geissens mit Robert und Carmen. Es wird krass lustig. Dadurch, dass wir sehr viele Aktivitäten da machen werden, ja, und sehr viele Personen schon sowieso da sind zu dem Dreh, kommt Sascha nicht mit und der muss hier was schneiden, was jetzt in den nächsten Wochen kommt. Und er muss noch sich mit der Sache beschäftigen, was zu meinem Geburtstag am 15. Mai kommt. Ja? Mhm. Auch noch. Dominostein. Weißt du, was richtig, richtig krank wäre? Mhm. Wenn wir uns ein Boot holen würden, eine G-Klasse, All Black, ja, dann schwarze G-Klasse, schwarzes Boot. Hab ich noch nicht. Ja? Also Leute, ich bin für alles offen. Ach du Scheiße, ich wollte noch was erzählen. Unser Sprinter, glaublicher Mensch. Also wir haben hier ein Video gemacht, dass unser Sprinter geklaut worden ist. Ja. Ja. Wie auch immer, die Geschichte könnt ihr euch angucken. Und nach dem Video haben wir einen Brief bekommen. Und der ist gelb gewesen. Gelbe Briefe sind nie gut. Früher in der Schule, heute als Erwachsener auch nicht. Und zwar von der Staatsanwaltschaft in Moers. Moers ist von uns 10, 15 Kilometer weg. Ja, und da steht, dass die denjenigen, der unseren Sprinter geklaut hat, erwischt haben. Ach gut. Und es läuft ein Verfahren gegen ihn. Ja. Junge, du darfst alles klauen, aber nicht bei dem Belzec auf dem Platz. Ja, und egal, wer hier klaut, wir finden euch immer. Deswegen, Klauen haben kürze Beine. Also, wenn du kürze Beine hast, probier, aber... Besser stehen lassen. Besser stehen lassen. Was ich richtig geil finde an der G-Klasse, was ich richtig geil finde, aber richtig geil, ist, wenn ich Rückwärtsgang mache, hier, guck mal, hier steht auf R, kann man sehen? Für Rakete. Ah. Und das ist die Rückwärtskamera. Wie kann man... Hat er echt nicht? Mercedes, bitte, 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 bitte Mercedes. Nicht an dem, der das neu gekauft hat. Weil manchmal macht ein Häkchen vielleicht ja, versehentlich weg oder macht man, keine Ahnung. Ja. Das sind meistens, wenn man ein neues Auto bestellt, 7000 verschiedene Häkchen. Ja. Mach mal die Ausstattung, dann Paket mit Packtronik, Paket mit 360-Grad-Kamera und hier und da, Sitze, Mitze, ja, alles Mögliche. Deswegen, ich würde wirklich mir wünschen, dass Mercedes das gar nicht ohne Rückwärtskamera ausliefert. Macht das Auto doch die 400 Euro teurer. Oder 500, ich weiß nicht, was die Rückwärtskamera kostet. Ja, also eine Rückwärtskamera, die 4 Euro kostet, ja, in der Produktion, macht die doch hier rein. Mhm. Ja, weil das Problem ist, wenn der Erstbesitzer verkackt hat, das Auto ist unverkäuflich. Weil erstens ist dann eine Riesenkiste. Kann man ganz nach hinten zeigen? Kannst du ein bisschen nach hinten zeigen? Mhm. Guck mal, das Reserverad, siehst du von in der Scheibe. Also ich weiß gar nicht, wie weit ich fahren darf. Da hat weder PDC noch eine Kamera. Also bitte, Mercedes. PDC auch nicht? Nein, Mercedes, bitte, ich bitte euch im Namen von allen Autoverrückten oder Autoliebhabern, mach keine Luxusautos, das ist ein Luxusauto, mit so wenig Basisausstattung. Ja, ob das Lenkrad in Alcantara sein soll oder was weiß ich, Carbon, macht alles. Irgendwelche super Hightech, hier Schiebedach, nicht Schiebedach, was ihr wollt. Nur, Totenwinkelassistent muss sein, das muss Serie sein, finde ich in jedem Auto mittlerweile. Ja. Mhm. Die sind so teuer, die Autos mittlerweile, dass sie quasi nicht nur die Preise anheben, sondern auch die Ausstattung anpassen. Finde ich. Ja,